Marco Ruhl, einen wunderschönen guten Samstagabend an diesem 11.12. um 19 Uhr. What's up, everybody? Wie geht es euch? GT Soul ist auch wieder dabei. Hans Dampf, Dr. Best, liebst du Yannick. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ich muss mir mal gleich jetzt irgendwie kurz einen Überblick verschaffen. Ich habe mich heute den ganzen Tag nicht wirklich auf die Kurse geguckt. So ein, zweimal drüber gebrettert irgendwie. Also nur so Handy, alles klar, wo steht der Kurs und dann wieder weg. Von daher müssen wir jetzt gleich mal kicken. Also. Jo, André, Samuel, Andi, Johannes, André, Klaus, Simon, Vitali, Skoli, DM, Bettina auch wieder da. Just Noti, Frieda. Priesner GmbH, auch geiler Name. An The Deadline, Hans, Patrick und so weiter. Gerade Retest der Golden. Jo, sieht so aus, ne? Haben wir heute Morgen im Morgen-Update noch drüber gesprochen. Wesel, einen wunderschönen guten Abend. Code J, moin. Ich bin gespannt. Nichtsdestotrotz, obwohl wir das ungern traden, rechnen wir das mal ganz kurz aus. Nur so im überschlagenen Sinne. Ja, das passt perfekt. Ne? Pervers. Pervers! So. Moritz Schilling. Glaubst du an eine Korrektur für ein bis zwei Wochen, wenn wir die Weekly unter 50k closen? Ey, wen interessiert's? Kann ich das prognostizieren? Nein, aber die andere Frage ist, für was ist das wichtig? Hm? Guten Abend, Samos, Simon Kröner, schönen guten Abend, AR, Mohoin, Manfred Flecker und Chocomoco. Chocomoco, Lalinier ist auch wieder da, einen wunderschönen guten Abend. Tja. Johnny Bravo, Felix Kluge, Schweizer Auto. Kauf, auch wieder 60k im Dezember. Ja, mein Gott, warum nicht? Ganz ehrlich, Leute, wir müssen sehen, was nächste Woche die Fed macht und wie die Märkte reagieren. Wir könnten denken, wir können den kompletten Absturz kriegen, bis hin, wir können 70k im Dezember sehen. Das kann niemand prognostizieren, das ist vollkommen bescheuert, eine Prognose dafür jetzt abzugeben. Nächste Woche Mittwoch wird Pump or Dump, sage ich einfach mal so. Ich glaube, wir werden heute auch nicht lange irgendwie um den heißen Brei herumreden. Hab wir irgendwie geschrieben, Abend-Update ab Minute 15, aber von mir aus können wir auch gleich schon irgendwie loslegen. Samstagabend sind meistens sowieso nicht so viele Leute da. Manchmal dauert es unter der Woche irgendwie 5, 10 Minuten oder sowas, bis auch alle da sind. Meistens ist das Samstags und Freitagsabend ein bisschen schneller, weil alle Leute ja entweder wirklich zu Hause sind und sich das Ganze reinziehen oder feiern, saufen. Was weiß ich sonst. Und dann kommen sie sowieso nicht. Von daher können wir von mir aus auch gleich schon
Durchziehen. Stuttgart vor 2 Stunden. Wir gehen auf 16 bis 26k und dann geht's auf 100k. Okay. Ja. Spekulativ, würde ich sagen. Wann ist das FED-Meeting? Nächste Woche Mittwoch kommt FOMC-Statement. Deswegen ist das Ganze so wichtig. Wir können da einiges erwarten. Positiv, negativ, mittel, sage ich einfach mal so. Aber es kann uns auch komplett um die Ohren fliegen oder ne? Auch nicht. Das ist einfach absolut undurchsichtig im Moment. Thomas Bauer, ich habe dich sowieso schon auch bei anderen Krypto-YouTubern gesehen. Sorry, leider etwas zu spät, war noch HKC-Video anschauen. Ja, moin, direkt gebannt. Direkt bannen. Was denkst du über die moin Mädels, sehr wunderschönen guten Abend. Was denkst du über die Divergenz im Monatschart? Wusste ich nicht, dass wir einen haben. Ist für mich, ist mir wurscht. Höhere Kurse, steigender Preis, Monatschart, RSI, juckt mich jetzt nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir dafür auch schon einfach viel zu oft gesehen, sage ich. Und das war der ETC-Chart, Entschuldigung, Monatschart. Ja. Naja, sagen wir mal so, welche Divergenz? Wir haben keine Divergenz mehr. Wir haben einen absteigenden RSI und einen absteigenden Kurs. Es gibt keine Divergenz. Wenn du es so sehen willst. Ne? Das hier war das Hoch im Monatschart. Aktuell sind wir drunter. Das war das Hoch, 59.000. Wir sind bei roundabout 49.000. Es gibt keine Divergenz. Keine Ahnung, was du meinst. Kannst du gerne nochmal in den Chat schreiben, da können wir uns das nochmal angucken. Ansonsten macht das nicht so viel Sinn. Ah, die Summe der Informationen bildet die Basis meiner Entscheidung. Okay. Ja, das kann ich verstehen. Ist aber genauso wie bei Indikatoren. Ich sage, ich handle nicht danach. Manche sagen, ey, ich benutze 10 Stück und treffe dann die Entscheidung aufgrund ja, vieler Indikatoren, vieler Hinweise, die mir die Entscheidung erleichtern. Kann ich vollkommen verstehen. Es ist immer gut, mehrere Meinungen einzuholen. Alles gut. Thorsten Stuble auch wieder da. Was gibt es sonst noch? Thomas Josef ist auch wieder da. Wie ist der Plan für Stream? Ich habe das irgendwie nicht mitbekommen. Jo, ich auch noch nicht. Es gibt noch nicht noch wirklich so einen Plan. Ich stelle dir nur auf. Wenn mal Anfang der Woche werde ich da mal ja, etwas veröffentlichen, vielleicht nochmal was abstimmen lassen und dann gucken wir mal einfach rein. Wie wichtig siehst du den Weekly Close über 47k? Ich sehe den Weekly Close sowieso, den Daily und auch einen kurzfristigen Close sowieso relativ wichtig über 47k. Denn die 47k, die haben uns hier super supportet. Das ist hier, wo die grüne Linie liegt. Und wir sehen, jedes Mal, wenn wir da drunter gekommen sind, gab es heftig auf die Backen. Das war hier, zack, direkt runter. Hier, zack, direkt runter. Die sollten das Ding halten. Das ist wirklich wichtig. 47.000. Sowohl auf Tages- als auch auf Weekly-Basis fände ich es wirklich gut, wenn wir das Ganze durchziehen würden, sagen wir mal so. PLTR. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. PLTR können wir mal eben machen. Aktie. Jo. Seitwärtskonsolidierung nach massivem Pump, würde ich einfach mal so sagen. Ne? Das wäre für mich ein konservativer Entry, aber wahrscheinlich ein sehr lohnenswerter. Diese goldene Linie, wenn wir das Ganze überschreiten. Und jetzt gerade sehen wir, dass wir hier ja fast an den Lows sind. Hier, ne? Das sollten wir wirklich halten. Das ist ein Tagesbasischart. Und wenn ihr euch da eine Linie zieht, werdet ihr sehen, diese Linie, die haben wir nicht unterschritten. Die sollten wir auch nicht unterschreiten.
weil da ist dann nicht viel, ja, bis zum Aufschlagepunkt dieser grünen Linie. Und wenn die nicht hält, kommt als erstes diese und dann diese Linie. Zur Upside ist das eigentlich auch relativ, ich sage jetzt nicht easy peasy, aber ihr seht, dass wir hier runtergedumpt sind, leichte Konsolidierung, runtertump, Konsolidierung, ne, und so weiter und so weiter. Auch hier haben wir wahrscheinlich noch keine vernünftige Linie nach oben hin gebrochen. Das seht ihr hier. Von daher würde ich weiterhin die Pfoten davon lassen, bis wir diese Linie mal nach oben hin überschreiten. Gleichzeitig haben wir noch horizontalen Widerstand über uns. Das ist hier ziemlich genau bei 20. Ihr seht, aufgesetzt, aufgesetzt, alles. Support, bam, durch, jetzt Resistance. Sprich, es kommt darauf an, wo ich diese goldene absteigende Linie breche. Dann breche ich das Ganze hier unten, ne, und halte gleichzeitig rot. Dann würde ich das nach einem erfolgreichen Retest, also hier ist der Ausbruch, hier ist der Retest und dann über diesen Punkt hinaus würde ich das Ganze probieren. Ne, Stop-Loss eng hier unter diesem letzten Wick. Wenn wir die goldene Linie hier brechen, würde ich das gar nicht probieren, bevor wir nicht auch gleichzeitig die goldene Linie nach oben hin gebrochen und geretestet haben, die genau bei 20 Dollar verläuft. Das zu der Aktie. VUPH auch endlich mal wieder live dabei. Sehr, sehr schön. Mario, bist du nach wie vor an der Seitenlinie bei Bitcoin? Ja. Bin ich. Aber nur, weil ich heute den ganzen Tag unterwegs war und es in Anführungsstrichen verpasst habe. Da gehen wir nämlich jetzt gleich drauf ein. Sagen wir 12 Minuten. Von mir aus können wir auch eigentlich loslegen. Gibt ja eh nicht mehr so viele. Die kommen werden. Dejan, Mr. X. Skudi, danke. Alles klar. Tor ist auch wieder da. Sehr, sehr schön. So, Leute. Ist mir wurscht. Wir legen jetzt einfach los. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und viel Spaß beim Abendupdate, obwohl die Kurse jetzt immer noch nicht nach Spaß aussehen. Ja, aber warum denn nicht, Mario? Wir sind doch 3% im Plus. Ja, sind wir, aber wir bekommen nichts wirklich gebacken, um das mal einfach auf doof zu sagen. Ne? Wir sind hochgekommen, haben uns hier behauptet, ungefähr an der 48,3, 48,4. Sehr, sehr, sehr lange Seitwärtskonsolidierung. Dann habe ich euch heute Morgen gesagt, yo, Inverse Head and Shoulders. Halte ich meistens nicht so viel. Wir haben die Nackenlinie gebrochen, sind aber nicht bis zum Target runtergekommen. Und dann haben wir im Grunde genommen schlussendlich eine Inverse Schulter-Kopf-Schulter gemacht. Das ist die hier. Das habe ich euch auch heute Morgen gesagt, dass das passieren kann. Und das Target davon ist diese goldene Linie. Ihr wisst alle, ich halte nicht viel von diesen Patterns. Ich trade diese Pattern nicht. Und wie wir sehen, spielt das Ganze jetzt hier zum aktuellen Zeitpunkt auch wieder mal überhaupt nicht aus. Ne? Wir haben hier einen ganz klaren Bruch der Nackenlinie, dieser Inverse Head and Shoulders Formation. Das Ziel ist diese goldene Linie. Wir haben es nicht mal geschafft, ungefähr 20 Dollar weiterzukommen. Nein, wir haben direkt wieder aufs Fressbrett gekriegt. Heißt jetzt aber noch nicht, dass die Nummer gelaufen ist. Denn wir sind über die absteigende goldene Linie gekommen. Und diese hier, die habe ich euch vorgestern, glaube ich, eingezeichnet, sind direkt hier gescheitert. Und das jetzt hier ist und kann aktuell ein Retest dieses Ausbruches sein. Es kann. Es kann aber auch, das haben wir in den letzten Tagen immer wieder gesehen, nach hinten losgehen. Es kann mal wieder ein Fakeout sein. Hoffen wir alle, dass das nicht passiert, sondern dass wir ja spätestens hier an diesem Knotenpunkt mal kehrt machen und dann mal Richtung Norden ziehen und das Ganze mal wenigstens ein bisschen positiver aussehen zu lassen. Jetzt gerade bin ich nicht in diesem Trade drin, weil ich den ganzen Tag unterwegs war und ich bin jetzt erst vor einer Viertelstunde reingekommen, habe mir das Ganze angeguckt und wenn das Ganze jetzt hier ein Retest ist, wäre das die perfekte Steilvorlage für einen Trade. Na, das ist ein Ausbruch, das ist ein Retest und dann schließen wir eine Einstundenkerze über dieser goldenen Linie, über der 49.100. Jo, dann bin ich dabei. Jetzt gerade? Nein. Aber auch nur, wie gesagt, weil ich zu spät dazugekommen bin. Das heißt auch hier,
Weiter für mich, abwarten, Tee trinken, 1 Stunde Close über dieser Marke, alles klar, ich bin dabei, ich probiere das Ganze. Mein Stop-Loss ist sehr, sehr eng, der ist hier ungefähr unter diesen, ja, wenn wir dann so weit hochkommen, unter diesen ganzen Support-Linien mit ein bisschen Spielraum, sage ich einfach mal ungefähr 48.000. Ja? Dafür müssen wir aber wirklich das jetzt hier erstmal brechen, ansonsten bin ich gar nicht in diesem Trade und warte einfach ab. Bitcoin, ansonsten, es gibt einfach nicht viel zu sagen. Ne? Wir bewegen uns jetzt hier im Grunde genommen seit dem 4. Dezember, heute ist der 11., seit einer Woche seitwärts. Wir haben uns 0 Euro bewegt, wirklich 0 Euro. Das hier war 48,7, wir haben 48.665, wir haben uns nicht von der Stelle bewegt, seit einer Woche. Es nervt, ich weiß, aber wir können daran nichts machen. Es sieht so aus, als wenn überall jetzt abgewartet wird, was am Mittwoch passiert, was die Fed sagt. Die Märkte haben sich Anfang der Woche sehr, sehr, sehr gut von ihren Lows erholt. Da können wir später nochmal drüber gehen und konsolidieren auch ungefähr seit 2 Tagen seitwärts. Und genauso sieht es aus bei Bitcoin, dass jetzt hier nicht noch einer, sag ich mal, fett die Nummer dumpen will, ja, um seine Coins abzustoßen, sag ich mal, bevor es nächste Woche vielleicht massiv hochgeht. Und umgekehrt, niemand will massiv kaufen, wenn es nächste Woche auch massiv runtergehen kann. Ne? Das ist Abwarten, das ist ein Lauern, ja, auf wichtige Entscheidung, wichtige Nachrichten. Wie sieht das Ganze bei Ethereum raus? Ethereum nervt. Richtig krass. Wir schaffen es nicht, diese goldene Linie nachhaltig nach oben hin zu überwinden. Ich werde jetzt euch mit euch zusammen diese Linie verschieben. Warum? Ganz einfach. Der 4-Stunden-Chart sagt mir, diese Linie habe ich so angelegt, weil wir hier einen Wick haben, den langen, einen Auflagepunkt, mehrere Auflagepunkte hier, ja, aber die waren nicht, ich sage jetzt nicht valide genug, aber wir sehen jedes Mal, dass diese 4-Stunden-Kerze alle der Reihe nach leicht aufsteigend sind. Wenn ich näher daran gehe, dann seht ihr das. Ne? Das ist höher, 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 höher und damit lässt sich eine perfekte Linie bilden. Das heißt, ich werde diese goldene Linie verschieben, sodass sie diesen Wick erreicht und dann wird sie wahrscheinlich auch alle 4 anderen Wicks mitnehmen. So. Ne? Das ist perfekt. Und ja, jetzt sehen wir einfach, es gibt mal wieder nichts zu tun. Das ist ein Ausbruch, sofort gescheitert. Das ist ein Retest. Und jetzt ganz einfach wieder sehen, hey, wo geht's hin? Ist das ein erfolgreicher Retest? Und wir ziehen dann nicht nur über diesen Punkt hinaus. Das wäre Quatsch, dann hier den Long Trade zu nehmen, wenn die goldene Linie uns jetzt entgegenkommt. Sondern wir schließen eine 1-Stunden-Kerze jetzt über der goldenen Linie, die verläuft bei 4.100. Jo, dann bin ich erstmal drin. Dann werden wir vermutlich relativ zügig zum All-Time-High aus Mai kommen, 4.175. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Ne? Entweder werden wir von hier rejected, ne? Und laufen hier in diesem Triangle oder wir kriegen sowas. Also ich werde wahrscheinlich auch, wenn wir hier hinkommen und ich hier einen Trade nehme, das Ganze auf Break-Even setzen, wenn wir in diese Nähe hier kommen. Ne? Aber jetzt gerade auch wie bei Bitcoin. Das war ein Ausbruch, das ist ein Retest. Abwarten. Es ist leider noch nicht so positiv, wie wir alle gedacht haben. Litecoin 155, 47. Ne? Es war ein schöner Ausbruch, es war ein schöner Retest und dann ein wunderbares Follow. Das war diese Linie, Ausbruch, Retest und dann habe ich euch gesagt, würde ich keinen Trade nehmen, bevor wir hier nicht diese kleine goldene Linie auch nach oben hinnehmen. Das war ein Ausbruch, das war ein längerer Retest und dann gab es hier die Möglichkeit, in diesen Trade hineinzugehen. Dann ist er eigentlich ganz gut gelaufen und aktuell scheitern wir an dieser goldenen absteigenden Linie. Das ist die Tageslinie, die untere Begrenzung dieses ehemaligen Falling Wedges. Das ist schade, denn wir sind wirklich gut gelaufen bis dahin. Und jetzt kriegen wir gerade auf die Backen, sage ich einfach mal so. Das Gute ist, wir sind jetzt an einer leichten horizontalen Supportmarke. Das seht ihr hier, diese ganzen Wicks rein. Wenn wir das halten und hier raus resumen,
sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Ein Tagesschluss über dieser goldenen Linie hier. Das wäre wirklich mal nötig, um auch positiv zu sein bei Litecoin. Wenn ich hier den Trade genommen hätte, dann wäre der jetzt wahrscheinlich schon auf Break-Even, um ja, irgendeinem Scheiß wirklich aus dem Weg zu gehen, weil es wir die letzten Tage immer mal wieder gesehen haben. Breakouts, Fakeouts, und von daher möchte ich gerne auf der safen Seite sein. Litecoin, also jetzt gerade, genau wie bei den anderen, keine Möglichkeit, in diesen Trade hineinzugehen. Wer ganz pessimistisch sein will, sagt auch einfach, wir müssen jetzt aufpassen, hier, dass wir diesen Support nicht nach unten hinbrechen, sprich auch gleichzeitig die 155, denn wenn wir die brechen, alles klar, 152,80, wir kommen und danach 150 und absteigend. Ne? Einfach mal mitrechnen. XRP 4% im Plus, auch hier gab es die Möglichkeit, diesen Trade zu nehmen. Das ist ein, hier diese rote Kerze ist ein Ausbruch, die grüne Kerze, das ist ein Retest und dann ging es weiter und dann sind wir sofort an der roten Linie hier gescheitert. Jetzt kommen wir ein Stück runter, mein Stop-Loss wäre jetzt weiterhin hier, wo dieser, ja, wo dieses Smiley ist, sage ich einfach mal, ne? Keine Ahnung, wie es weitergeht, aber dort wäre mein Stop-Loss. Den hätte ich jetzt nicht auf Break-Even gesetzt. Das wäre mir einfach zu wenig gewesen. Oder ich hätte den Trade gar nicht erst genommen, sondern darauf gewartet, dass wir diese rote Linie nach oben hin überwinden. Wenn ich jetzt nicht in diesem Trade drin wäre, würde ich definitiv darauf warten, dass wir die rote Linie nach oben hin überspringen, retesten und dann weiter hochziehen. Ansonsten würde ich da jetzt im Moment die Pfoten verlassen. Wenn ich drin wäre, wäre mein Stop-Loss wahrscheinlich immer noch hier. Cardano 8. Prozent im Plus, das habe ich heute überhaupt nicht gesehen. Das ist mal sehr, sehr schön. Das sind mal positive News von Cardano. Das sind wir ja nicht mehr wirklich gewohnt. Hier ist noch die Zeichnung drin von heute Morgen. Das gab's. Das war ein Ausbruch. Das war ein Ausbruch. Das war ein Retest. Das war ein Follow. Hier wäre die Möglichkeit gewesen. 129. 129. Jo, moin. 1,29 Dollar natürlich. Und ja, jetzt müssen wir einfach sehen, wie das Ganze weitergeht. Mein Stop-Loss wäre trotzdem sehr eng. Hier ungefähr. Das ist die Marke von 101,25,7 ungefähr. Wäre natürlich schön, wenn wir von hier aus mal weiterziehen und dann sowas noch machen. Da kann man seinen Stop-Loss auch ein bisschen ins Plus setzen und die ganze Sache genießen, sage ich einfach mal so. Aber soweit sind wir leider noch nicht. VeChain 5,3% im Plus. Auch das ist mal wieder sehr, sehr schön. Hier ist die Zeichnung von heute Morgen. Das Ganze ist nicht passiert. Wir haben zwar Gold nach oben hin genommen, sind aber sofort an Grün gescheitert. Also wenn ich nicht in diesem Trade drin wäre, würde ich darauf warten, dass wir Grün nach oben hin nehmen und ein Follow kriegen. Ansonsten würde ich die Pfoten davon lassen. Wenn ich in diesem Trade drin wäre, wäre mein Stop-Loss unter diesen beiden Kerzenkörpern. Und ich würde mir das Ganze angucken, wie es läuft. Solana 1,35% im Plus. Sehr, sehr schwach in den letzten Tagen, sage ich einfach mal. Diese Zeichnung haben wir jetzt mehrere Male verschoben. Ich glaube, von hier erst auf die, jetzt auf die. Ja, ne, jetzt müssen wir schon langsam hoffen, dass wir das hier mal machen. Also von daher, Solana in letzter Zeit relativ schwach. Wenn ich nicht in diesem Trade drin wäre, würde ich jetzt gerade auf jeden Fall gar nicht machen, denn wir sehen, die grüne Linie hier, das ist eine Tageslinie, die sollte uns supporten, wenn die uns nicht hält. Und wir testen die, da sind wir gestern durchgefallen, die testen wir jetzt gerade von unten an, dann kann es uns auf jeden Fall passieren, dass wir die 160 nochmal wiedersehen. Wenn die nicht hält, kommen die 150. Also aufpassen bei Solana, ein Long Trade jetzt gerade noch nicht in Sinn. In Sicht erst, wenn wir die goldene Linie nach oben hin brechen. Wenn wir die hier brechen, sollten wir selbstverständlich gleichzeitig grün halten. Na, ansonsten würde ich vorher keinen Trade nehmen. Shiba bleibt Shiba. Es gibt auch hier nichts zu sagen. Diese Zeichnung hat weiterhin Bestand. Wir verlängern die Linie einfach und die Nummer ist gegessen. Das war's mit dem Abend-Update für Samstag, den 11.12. 8:30 Uhr abends. Was gibt sonst noch? Ein paar Fragen. Gehen wir mal eben durch. Und dann schauen wir, was der Abend war. VUPH, spende 10 Euro und danke für deine Mühe. Ich sage dir vielen, vielen Dank. Danke für deine 10 Euro. Da sind wir dir wirklich dankbar. Hab den Ausbruch leider genommen und nicht auf den Retest gewartet. Ist doch nicht so schlimm. Mein Gott. Der Ausbruch war hier. Du bist jetzt 100 Dollar im Minus. Ne? Wenn du mit einem BTC reingegangen bist, ist doch überhaupt gar kein Problem. Ich würde mir jetzt hier
noch nicht so Sorgen machen. Wenn wir hier wieder durchfallen durch den Knotenpunkt oder mal hier, na, das dann Ganze jetzt so, wenn wir hier hinkommen und den Stundenklaus unter der 48 haben, jo moin, dann denke ich mir so, alles scheiße. Bin ich ganz ehrlich. Jürgen Paulitsch hat auch jeden Fall HKC geguckt, ne, und Newsletter direkt mal bestellt. Auch für die Altcoins. Direkt alles Geld in den Rachen geworfen. Und plappert nach. Alles klar. Okay. Dezember und Januar down bis 22.000 oder 30.000. So vor 22 geht's dann ab. Okay. Was entscheidet die FED? Die FED entscheidet, ob, wann die Zinsen angehoben werden und inwieweit man das Tapering runterfährt. Ob das Ganze ein bisschen schneller geht als gedacht. Und das wird nächste Woche Mittwoch bekannt gegeben. Tor hat gehört, dass die On-Chain-Daten extrem bullish sind. Da seht ihr mal wieder, was so On-Chain-Daten bringen, ne? Nämlich gar nichts. Aber es ist schön zu hören, dass On-Chain-Daten bullish sind. Der Preis sagt nichts Bullisches. Also, das ist wirklich was für. Das ist so, On-Chain-Daten ist was für YouTube. Ne? Ich kann einen raushauen mit meinem Wissen von On-Chain-Daten, aber bringen tun sie mir auf die Price-Action so viel. Null. Wirklich gar nichts. Aber es gibt den Leuten vielleicht ein gutes Gefühl. Ne? Und die denken, oh, dieser YouTuber mit seinen On-Chain-Daten. Der hat aber Ahnung, Leute. So. Simon Körner, ich bin immer noch long seit 1,60 K. Entweder Dacia Sandero oder Lambo. Hast du eigentlich studiert? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe einen Realschulabschluss. Ich bin, also, ich war auf dem Gymnasium, bin in der 9. Klasse vom Gymnasium geflogen, aufgrund super Noten und Top-Verhalten. Ja, das war Jugendzeit. Dann habe ich meine Realschule abgeschlossen, habe eine Ausbildung gemacht und habe danach irgendwann gemerkt, jo, vielleicht wäre es doch nochmal wichtig. Vielleicht braucht man ja nochmal irgendwie so einen besseren Schulabschluss als einen Realschulabschluss und habe dann mein Fachabitur nachgeholt mit einem Superschnitt. 1,7 oder sowas und habe danach nie wieder was gemacht. Also vollkommen sinnlos, dass ich auch mein Fachabitur nachgeholt habe. Ich habe nicht studiert. Ich lege auch nicht wirklich Wert darauf, ob jemand studiert hat oder nicht, ist mir vollkommen egal. Hauptsache, ich komme in demjenigen so klar, du musst nicht studieren, um hinterher reich zu werden. Oder wohlständig zu sein oder was weiß ich. Ist das alles sowieso wichtig? Hey, das Wichtigste ist, dass du gesund bist, dass alles okay ist. Und noch viel, dass du glücklicher im Leben bist. Ne? Geld macht nicht glücklich. Und ich hatte auch nie die Motivation zu studieren. Ich hätte die Motivation vielleicht gehabt, wenn ich gesagt hätte, hey, ich will unbedingt das und das und das werden. Ne? Dieses Ziel hatte ich nie. Deswegen hatte ich auch nie wirklich die Ambition, studieren zu gehen. Und deswegen ist das auch vollkommen okay für mich und ich bin damit im Reinen. Nichts passiert die letzten Tage. Leider ein bisschen geht immer für die Kinder. 4,90 € von Robert. Vielen, vielen Dank für deine 4,90 €. Jedes Mal immer ein bisschen, auch wenn nichts passiert. Das ist unser Robert. Vielen Dank. Wie, ja, wie eigentlich bei jedem Stream. Sag ich mal so. Ne? Guten Abend. Mario, kannst du mal bitte die DFL anschauen? Ich weiß gar nicht, ob heute Bundesliga ist, Deutsche Fußballliga.
Kann sein, dass Bayern wieder gewonnen hat oder was. Robert Lewandowski geht hier richtig ab. Aber von mir aus können wir mal auf DeFi-Land gucken. Ne? Und ja. Also, oh yeah, nicer Chart, Dude. Das macht Spaß. Stundenchart. Ist ja mal richtiger Abfuck. Also bei so einem Chart werde ich halt auch wahrscheinlich schon keinen Bock zu investieren, selbst wenn der Kurs mal über die Linie kommt, ne? Geht ja nur bergab. Jetzt guckt euch auch mal bitte den RSI an, wo der hier ist, ne? Der RSI ist im Terrain zwischen 9 und 18 bewegt er sich seit 3 Tagen. Das ist wirklich mies, ne? 4 Stunden Chart sieht auch nicht besser aus. 8 Stunden Chart, jo moin. Ne? Also, keine Ahnung, ob ich da überhaupt Bock hätte, da zu investieren, wenn Chart so aussieht. Das hier wäre meine allererste Entry-Line, aber hier ist noch leichter horizontaler Support. Also, bevor wir nicht mal sowas hier machen, würde ich da meine Finger komplett vorlassen. Ich kann auch überhaupt nicht sagen, wie weit es noch runtergehen kann, weil wir gar keine Daten vorher haben. Wir sind am tiefsten Punkt. Ne? Ich würde wirklich einen Teufel tun und da jetzt in irgendeiner Art und Weise meine Moneten reinballern. Kann ja auch gleich so. Ah, ab in Gulli damit. Tradest du nur aufgrund von Trendlinien und Widerstand und Support? Ja, so ist es. Bin bei BTC und ETH rein. Mit ganz Mini-Posi und engen Stop-Loss. Spekulatius. Alles klar. Okay, ist kein Problem. Finde ich sogar nicht schlecht. Bei mir ist es jetzt Wochenende. Ich verbringe Zeit mit der Familie. War heute auch den ganzen Tag unterwegs. Ich sehe das am Wochenende immer relativ entspannt. Ich muss keine Trades nehmen. Vor allem jetzt nicht. Ich bin vorhin reingekommen, habe das hier gesehen. Jetzt sind wir zum Retest runter. Jetzt lohnt es gerade sowieso nicht. Macht keinen Sinn. Wenn wir einen Stundenclose haben, hier drüber haben wir vorhin schon gesagt, dann kann man das probieren. Dann ist das eine ganze, nämlich ein Ausbruch, ein Retest und ein Follow nach oben. Von daher kann ich das dann probieren. Jetzt habe ich gerade keine FOMO, irgendwie in diesen Trade hineinzugehen. YouTube-Kanal viral ist auch wieder online, dann wird alles gut. Jo, sehe ich auch so. Marius haut 99 Cent raus, sagt gar nichts dazu. Vielen, vielen Dank. Und fragt, mit welchen Summen gehst du in die Trades? Ganz ehrlich, Leute, das werde ich euch mit Sicherheit, das werde ich nicht kommunizieren. Ihr habt letztens zufällig auf einem Marktupdate von mir gesehen, mit wie viel ich in diesen Trade hineingegangen bin. Das sollte eigentlich gar nicht so gewesen sein. Kann ich aber jetzt sagen, weil es ja jeder nachgucken könnte. Das waren, ich glaube, 7.000 Euro. Das war jetzt nur ein, ja, Trade auf die Märkte. Von daher hängt die Positionsgröße natürlich auch davon ab, wie spekulativ die Position ist. Ne? Aber es sind jetzt keine 2,50 Mark. Sagen wir einfach so. Oliver Elmer, HKC und Mario. Wieder komplett unterschiedliche Meinung. Wir haben gar nicht so eine unterschiedliche Meinung, finde ich. Die Meinung ist nicht unterschiedlich. Ich muss das jetzt mal ganz klar sagen. Kann HKC recht haben? Ja, wenn. Wenn die Märkte vollkommen abschmieren und Bitcoin mitgezogen wird. Ansonsten gibt es meiner Meinung nach keine fundamentalen Sachen, die dafür sprechen, dass wir nochmal die 20.000 wiedersehen. Na? Selbst, ich glaube, auf dem logarithmischen Chart der in Anführungsstrichen Ewigkeit, muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich den habe. 3 Tageschart. Das ist der 3 Tageschart der Ewigkeit. Dann sage ich einfach mal so: Haben wir die unterste Linie hier nie unterschritten? 2 Aufsätze, einen hier. Einen in 2015. Wenn wir da zum aktuellen Zeitpunkt hinkommen würden, dann wären wir bei 13.000. Jo, dann würden wir die 20.000 haben, dann würden wir nämlich hier nochmal aufschlagen. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass wir unter diese Linie kommen. Die verläuft schon bei 25.000. Ich glaube da einfach nicht ran. Kann das passieren? Ja. Wir haben gesehen, die letzten Tage, die letzten Wochen ging das sehr, sehr schnell. Das war ein Absturz in den Märkten von nur 6%. Alles klar, Bitcoin spielt mal um 25 ab, so ungefähr.
kann alles passieren. Fundamental gibt es dafür überhaupt keinen Anlass, diese Prognose zu treffen. Und deswegen sind wir so oft anderer Meinung. Ach komm, Mario, schaust selber alle YouTuber und On-Chain-Daten inklusive andere Daten vergleichen, macht schon Sinn. Marktanalyse. Selbstverständlich gucke ich mir mal den einen oder anderen YouTuber an und sag mir, alles klar, ja, das klingt plausibel und hier und da. On-Chain-Daten so und so. Aber es ist wirklich so, dass ich im Grunde genommen ausschließlich auf Price trade. Na, diese On-Chain-Daten, die können einem ein gutes Gefühl geben, aber das ist es meiner Meinung nach auch. Na, wenn man alle Daten sammelt und dann für sich eine Entscheidung trifft, alles klar, jo, das sieht jetzt gut aus und ich gehe dann aufgrund von vielen Daten rein, ist das okay. Aber mir persönlich, mir reicht mein Gefühl, wenn ich eine Trendlinie habe. Das ist wirklich so, Robert. Das kannst du mir ruhig glauben. Warum sollte ich gerade dich beschwätzen, sage ich einfach mal so. Das macht, glaube ich, am wenigsten Sinn. Das ist auch nur meine Meinung. Und ich kann vollkommen nachvollziehen, wenn da jemand anderer Meinung ist und wenn sich jemand mehr Daten einholen möchte. Und ich finde das auch gut. Ich finde es gut, dass man mehrere YouTuber guckt. Ich finde es gut, dass man sich mehrere Meinungen einholt. Ich finde es gut, dass der eine sich dann Chartanalyse anguckt und gleichzeitig dann von mir aus On-Chain-Daten. Ich sage nur, für mich persönlich, mir persönlich bringt das nicht so viel. Aber das kann jeder machen und halten, wie er möchte. Und ich möchte da auch niemanden despektierlich behandeln oder sagen, ja, nee, ey, komm, hier ist alles scheiße. Ich finde es gut, wenn man sich mehrere Sachen anguckt und sich dann seine Meinung bildet. In 10 Jahren wünscht man sich BTC beim November-Dip für 70.000 gekauft zu haben, da interessiert sich keiner mehr dafür. So ist es. Das sehe ich ähnlich. Ich habe studiert, aber nur Bierkunde in der Kneipe. Sonst betriebliche Ausbildung. Jo. Gala können wir eben auch reingucken. Meta. Wo habe ich sie denn? Gala. 16% Leute. Haben wir lange nicht gemacht, aber im Endeffekt, ne? Hatte diese Linie hier weiter Relevanz. Das ist das Fakeout, den wir auch bei Bitcoin hatten. Und dann gab es hier einen Ausbruch, einen Retest weiter hoch. Hier war die Möglichkeit, an Rot gescheitert, das Ganze regetestet und dann ging es weiter auf einem kürzeren Timeframe. Werdet ihr auch hier sehen, dass wir hier ebenfalls einen Retest gehabt haben. Hier wäre die Nummer nochmal möglich gewesen. 15 Minuten, 15 Minuten Chart. Hier, Achtung. Das ist ein Ausbruch, ein Retest, ein Follow. Hier wäre die nochmal die Möglichkeit gewesen, bei 54 Cent in diesen Trade hineinzugehen. Ja, das sieht jetzt erstmal soweit ganz gut aus. Macht das jetzt gerade noch Sinn, hier hinterher zu springen? Naja, wir sind schon relativ nah an der grünen Linie, relativ hoch. Relativ hoch. Ne? Ich bin jetzt hier auf dem 15-Minuten-Timeframe, ist eigentlich vollkommen wurscht. An diesem, an der grünen Linie. Ich würde jetzt hier eher mal gucken. So, wenn wir die mal nach unten hin verlassen, wäre das deutlich. Wäre das nicht so gut. Und wenn wir die nach unten hin verlassen, dann würde ich vielleicht nach einem neuen Entry suchen. Sprich, wenn wir hier mal runterkommen, das Ganze brechen und dann hier sowas machen, hier aufschlagen, dann kann ich mir hier eine vernünftig neue Linie einzeichnen, das Ganze dann hier nochmal nehmen. Ansonsten, jetzt gerade, würde ich hier nicht hinterher springen. Aber das sieht erstmal vielversprechend aus. Sagen wir mal so. Okay, die Dubai Bulls sind auch wieder am Trommeln. Jo, kann sein. Ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist. Hat heute nicht irgendeiner sogar in seinen Titel geschrieben,
bla 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 bla, Breakout, bla 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 bla, kein Clickbait. Jetzt muss ich schon in meinen Titel schreiben, dass das Ganze kein Clickbait ist. Ja, wahrscheinlich weiß der andere oder der eine oder andere dann selber, was da, wie die Titel ankommen. Ja. Wenn ich schon in meinen eigenen Titel schreiben muss, dass es kein Clickbait ist. Lucky Slevin erwischt mich auch mal wieder live. Jo, so ist es. Mario hat Nummer 99 Cent raus und sagt gar nichts dazu. Vielen, vielen Dank. Manuel Bär, nur der Chart ist wichtig. Trendlinien machen immer Sinn. Ich checke sehr gerne die Blockchain-Bewegung der Wale, die gerne neuerdings Fake-Buchungen auf Börsen machen, um Panik zu machen. Ja, das habe ich auch. Habe ich es gelesen? Habe ich gelesen? Das ist richtig mies. Das ist richtig mies, ne? Fake-Buchungen auf Binance habe ich gelesen und die waren nicht klein. Das ist richtig affig. Aber so funktioniert die Welt leider. Ja? Das ist die Welt, das ist das Trading, das ist, wofür ihr euch entschieden habt. Geht mal nach Gold, nach Silber, was weiß ich. Den meist manipulierten Markt auf der ganzen Welt ist der Goldmarkt. Geht mal dahin. Guck mal, wie viele Fake-Odds wir dahin haben. Das ist komplett unlustig. Das ist komplett unlustig. Und Robert, ich muss dir vollkommen recht geben, dass das passiert. Dass das im Moment jetzt, sag ich mal, häufiger auftritt und dass wir bei der Adoption jetzt auch der ganzen, ja, mittlerweile, ich sage jetzt einfach mal Kleinanleger und dass wir jetzt in die breite Masse kommen, dass das wahrscheinlich immer häufiger sein wird. Das ist sehr, sehr schade. TC-Verlustgrenze angeschaut, ja, habe ich gemacht. Habe ich mir durchgelesen, muss ich dann nochmal ein Video zu machen. Das ist wirklich mies, wenn das auch so ist. Mario, kannst du bitte ein Auge auf EGLD werfen? Kann ich machen. Hast du auch unter das Video geschrieben? Ich hätte es ansonsten morgen gemacht, aber dann können wir das jetzt eben machen. EGLD 0,7% im Plus. Geile Linie, geile Linie. Ja, man kann so einfach sagen, folge der Linie, na, dann bist du immer im Plus. Wenn du einen Short angesetzt hast. Das ist eine Traumlinie, die einfach uns den Weg zeigt. Der Weg ist einfach nur komplett abwärts. Seit dem 23. November haben wir 53% verloren. Das ist mal komplett unlustig, würde ich sagen, für jemanden, der da noch drin ist. Aber er hätte das dann wahrscheinlich schon längst verlassen müssen. Ein konservativer Entry ist diese Linie ein bisschen spekulativ. Nee. So, vorher würde ich da komplett meine Finger von lassen. Wir sehen, wir sind jetzt leicht auf Support, zwischen Support und von daher jetzt gerade überhaupt nicht die Möglichkeit, hier irgendwas zu machen. Aber wenn wir das Ganze nach oben hinbrechen, sprich hier diesen Knotenpunkt und die 264 mit einem Stunden-Close mal nach oben hin überschreiten, jo, dann würde ich das Ganze probieren. Nein, würde ich nicht, denn diese Linie würde ich hier hinsetzen. Wir sehen, wir haben hier deutlich mehr Kerzen. Das heißt, ich würde das Ganze hier hinsetzen beim Bruch der goldenen Linie und gleichzeitig die 266 auf Stundenbasis, mal mindestens ein Close darüber. Ansonsten würde ich hier gar nichts machen. Pfoten von, das ist ein ganz, ganz klarer, langer, anhaltender Abwärtstrend. Da hätte ich gar keinen Bock, jetzt mir die Pfoten zu verbrennen, sage ich einfach mal so. La Linea, das war Mo. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Ich hab nur die Überschrift gelesen und mir das Video nicht angekauft. Marius, verkauf dich bitte nicht, wenn du in einem Jahr über 100.000 Follower hast. Also, ganz ehrlich. Die Leute interessieren sich viel, viel mehr
für Shit. Das ist jetzt nicht, um irgendjemand zu dissen oder irgendwas anderes. Die Leute interessieren sich dafür, wenn einer solche Thumbnails macht, wenn er sagt, alles klar, Solana 2500% Signal und dies und das. Dafür interessieren sich die Leute einfach mehr. Die klicken da drauf, die abonnieren und ein Kanal wie meiner, der sich im Grunde genommen ausschließlich mit technischer Analyse befasst und darauf konzentriert, da konzentrieren Sie sich wenig drauf. Geh bitte einfach auf Social Blade und du wirst sehen, am Tag im Moment wächst mein Kanal vielleicht um 30 oder 40 Abonnenten. Das ist sehr, sehr wenig in dieser Szene. Das sind die Leute, die das vielleicht zu schätzen wissen oder die mich als Person mögen. Aber 100k Follower mit diesem Kanal ist absolut, leider, absolut unrealistisch. Na, wenn wir vielleicht im Januar oder im Februar 10.000 haben und wir hätten vielleicht Ende nächsten Jahres 20.000, wäre das ein Riesenerfolg für mich. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe angefangen, vor 4,5 Monaten diese Videos hochzuladen, weil ich sie für mich persönlich sowieso mache. Ich hätte schon nie damit gerechnet, dass ich irgendwann mal 8.000 Abonnenten habe. Sind wir irgendwie bei 8.200, 8.300 oder was, keine Ahnung. Aber das ist im Grunde genommen für mich schon ein Erfolg. 100.000 werde ich nie erreichen. Aber das ist auch nicht schlimm. Lucky Slevin haut 10 € raus und sagt: Hey, grüß dich. Wo schätzt du den Interessenanstieg von CryptoBTC im nächsten 3 Jahren? Denkst du auch, dass wir alle noch recht früh dran sind? Also, alle, die dieses Jahr noch investiert haben, letztes Jahr und vor einem Jahr. Ey, wir sind noch Early Adopters. Ne, Leute? Wir sehen ja, viele Leute beschäftigen sich noch gar nicht damit. Wenn ich irgendjemanden ja, von meines Vaters, Mutters Seite oder sowas von Bitcoin erzähle, dann sagen sie, bitte was? Ne? Also, Krypto wird noch erstmal die breite Masse wirklich erreichen. Das ist überhaupt noch gar nicht richtig angekommen. Im Endeffekt kann man sagen, wir sind wirklich noch Early Adopters, aber wir kommen langsam in die Region der 2001 Kryptoblase. Sage ich einfach mal so. Wer hat sich 1994, 95 für das Internet interessiert? Kein Schwein hat gesagt, Internet, das stirbt doch sowieso. Internet, ne? Paul Panzer, Internet, ne? Da hat sich keine Sau dafür interessiert. 97, 98, alles komplett durch die Decke ging. Ich habe im Keller, habe ich dann eine Firma aufgemacht, die hieß PC Consulting Internet GmbH und habe alleine hier unten gesessen und habe so getan, als wenn ich Keyboards mache. Jo, und dann bin ich dann Milliardär geworden, so ungefähr. Ne? Und ja, erst in dieser Zeit zwischen 95, 99 kam die Adoption des Internets und alle sind wirklich steil gegangen. Na, wenn das irgendwann mal passiert und an dieser Linie, da sind wir noch gar nicht, na, dann wird das Ganze erstmal richtig steil gehen. Ja, ich glaube daran, dass wir noch früh dran sind, aber in den nächsten 3 bis 5 Jahren ist das Ganze wirklich der breiten Masse zugänglich und dann sind wir nicht mehr so früh dran. So, Lucky Mike hat 2 € und sagt nur Danke. Ich danke dir. Vielen Dank für die 2 €, die auch wieder an Wünsch dir was gehen. Vielen Dank. Max Rax, Servus. Leider zu spät dran, aber zum Glück kann ich noch ein bisschen spulen. So ist es. Ja, ein bisschen zurückspulen, immer ein bisschen Like-Button drücken, immer ein bisschen Kommentar geben. Bisschen, bisschen. Letzte Runde, Leute. Alles geht nochmal. Bitte einmal den Like-Button drücken und dann geht's nochmal los. Robert haut 9,99 € raus und sagt: Ich mag dich. Ich mag dich auch, Robert. Ich mag dich auch. Vielen Dank nochmal für die 2 Zacken. So.
Sand. Sand im Getriebe. Hat Sand im Getriebe? Weiß nicht. Werden wir mal sehen. Diesmal mit einem echten Breakout. Was? Wo? Wer, wieso, weshalb, warum? Echter Breakout bei Sand? Nix gesehen. Also, das müssen wir jetzt mal hier vernünftig aufziehen. Ja, doch, das ist ja eigentlich schon vernünftig. Nee, da ist nichts von dem Breakout zu sehen. Ne? Ah, das sind wir noch nicht drüber. Ne? Auch jetzt gerade sind wir an horizontales Support. Hier, ne? Das ist hier ist der Support gewesen. Das ist auch nur Support. Und jetzt ist es Widerstand. Ne? Das ist noch nicht, wir sind ja noch nicht out of the woods. Ne? Sand würde ich jetzt vielleicht, würde ich jetzt noch keine Trade wagen in dieser. Also, also für mich ist es einfach noch kein Kauf. Ihr seht die rote Linie. Es ist ein 4-Stunden-Chart. Wir hangeln uns hier drüber, drunter, drüber, drunter. Das ist hin und her, Taschen leer. Das ist für mich noch gar nichts. Ganz, ganz ehrlich, ich würde erst investieren, wenn wir hier drüber kommen. Das ist für mich kein Breakout. Wenn du auf einen kürzeren Timeframe gehst, kannst du das natürlich in Anführungsstrichen behaupten. Dass, ne, obwohl, du müsstest diesen Wick hier mitnehmen. Wick, 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 nein, kein Breakout. Also, von daher würde ich da die Pfoten von lassen. Und selbst wenn wir diese goldene Linie hier nach oben hin nehmen, siehst du, dass hier auch Widerstand ist. Ne? Das heißt, ich würde diesen Trade nicht eingehen, bevor ich mindestens nicht 5 Dollar und 11 Cent nach oben hin überwunden habe. Und das ist für mich super spekulativ. Eigentlich erst für mich möglich hier ab 5,60 €. Freya! Ja, ich hab's wieder verpeilt. Ich weiß. Tut mir leid. Ich muss die Kleinen schreien. Alles klar. Schönen Abend, Robert. Vielen, vielen Dank nochmal für deine ganzen Euros, die du immer reinballerst. Eben mag die auch. Hab einen schönen Abend. Drück die Kleinen. Ich habe neulich auf einem anderen YouTube-Kanal gehört, dass durch die vehemente BC-Adoption der Bärenmarkt nur noch 9 Monate dauern könnte, lieber Marel. Wie siehst du das? Naja, ich sehe das komplett anders. Ich glaube, dass es irgendwann keine Bären- und keine Bullenmärkte mehr geben wird. Nein, das sehe ich nicht so. Wenn wir diese Adoption jetzt komplett abschließen, dann wird Bitcoin ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, Aktienkurs sein. Der Kurs wird sich ganz normal entwickeln. Es wird keine Zyklen mehr geben. Es wird keine 4 Jahreszyklen mehr geben. Es wird Bullenmärkte geben, es wird Bärenmärkte geben, die allerdings dann ja so aussehen. Mini-Bullenmärkte, Mini-Bärenmärkte, Mini-Bullenmärkte, Mini-Bärenmärkte. Und so wird das Ganze weiterlaufen. Ich habe dazu gestern schon im Stream gesagt, dass sehr viele den Bitcoin-Kurs der letzten Jahre vergleichen mit dem Amazon-Kurs der letzten 20 Jahre und dass ich dazu vielleicht Anfang der Woche ein Video machen werde. Das ist super, super interessant. Der Bitcoin-Kurs der letzten Jahre, der, naja, kann man noch ein kleines Stück, 3 Tage, der, sag ich mal, so aussieht. So, machen wir das alles mal weg. Ja, der so aussieht hier mit dem rasanten Aufstieg. Und dann sehen wir, dass das Ganze in Anführungsstrichen, das ist immer ein rasanter erster Zyklus, und dass das Ganze dann immer ein bisschen abgeflachter ist. Ja? Und dass die ja, letzten Jahre, die letzten 5, 6 Jahre, sehr vergleichbar sind mit dem Amazon-Kurs der letzten 20 Jahre. Das geht alles ein bisschen schneller, aber wenn man sich das mal anguckt und das mal übereinander legt, dann sieht man sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Und das ist einfach für mich wert, da mal auch ein neues Video drüber zu machen. Das ist wirklich schon sehr interessant. Mario, mein Lieber, meinst du nicht wirklich, wir befinden uns langsam im Bärenmarkt? Ich habe nie gesagt, dass das jetzt im Moment nicht so ist. Ich glaube nicht daran, dass es so ist. Sieht es so aus? Ja.
Und solange wir hier einen gewissen Punkt auch nicht nach oben hin überschreiten, ist das auch weiterhin so. Das ist das FIB angelegt vom letzten Hoch zum letzten Tief. Und wenn wir das 0786er Retracement nicht nach oben hin überwinden, und das besteht im Moment bei 63.000, dann, solange es weiter runter geht, befinden wir uns im Bärenmarkt. Denn wir haben es niemals geschafft, als wir das Top erreicht haben, weder beim Zyklus 2013 noch 2017, dass wir danach das 0786er FIB Retracement wieder erobern konnten, falls das jetzt genauso ist. Ne? Also erst wenn wir die 63.000, die hier oben liegt, nach oben hin clearen können, ist es klar, dass dieser Mini-Bärenmarkt beendet ist. Koidon sagt, BTC will rise soon. Ja, dann hoffen wir mal sooner als later, ne? Lebst du nur durchs Traden? Ja, so ist es. So. Leute, wir sind 56 Minuten drauf, fast eine Stunde. Ich denke, das sollte reichen für einen Samstagabend. Wir haben wahrscheinlich auch alle Besseres zu tun, als jetzt noch ein bisschen über die Charts zu quatschen, die uns auch weiterhin keine positiven Nachrichten zu vermelden haben. Der 30-Minuten-Chart zeigt uns weiterhin hoch, runter, hoch, runter. Na, das war ein Ausbruch, das ist ein Retest. Jetzt kannst du abwarten. Ziehen wir von hier weiter hoch. Na, sieht das gar nicht so schlecht aus, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese kleine goldene Linie hier Relevanz hat. Na, ihr seht, dass wir hier aufgesetzt sind. Zwei Aufsetzer, drei, vier. Ich habe euch vorhin gesagt, durchbrechen wir diesen Punkt hier nach unten und haben mal so ein 2 Stunden Close unter der 48. Jo, das sieht überhaupt nicht gut aus. Dann rechne ich definitiv damit, dass wir hier nochmal die Lows bei 47 sehen. Wenn das Ganze nicht hält, jo. Prost Mahlzeit 45, danach 42. Wir kommen. Das ist nichts unmöglich. Seid vorsichtig da draußen, wenn ihr aktuell ein Trade eingeht und vernünftiger überlegt, das Stop-Loss ist das A und O. Und von daher soll es das einfach für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Samstagabend. Ne? Genießt die freie Zeit. Die Arbeitswoche kommt früh, viel zu früh wieder. Und von daher macht was Schönes. Genießt das Leben. Ihr lebt nur einmal. Macht was Tolles. Sauft euch. Esst gut. Trinkt gut, vögelt gut, ne? Macht alles das, was Spaß macht. Ihr habt nur ein Leben. Hauptsache, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Alles wird gut. Die Kurse werden auch irgendwann wieder steigen. Dann werden wir auch wieder gutes Geld verdienen. Von daher, keine Sorgen. Alles gut. Wir sind jetzt gerade an der Seitenlinie. Noch, ne? Und werden sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Samstagabend. Wir sehen uns morgen früh in den Updates. Ansonsten morgen Abend zum Abendupdate. Habt einfach einen wundervollen Abend.